Classics Meets Dance heisst nächste Woche im Luzerner KKL, ein musikalisches Experiment, das es so noch nie gegeben hat. Der DJ Bobo, nämlich zusammen im Konzert mit dem 21st Century Symphony Orchestra. Heutige Gast im Fokus ist der Chefdirigent und musikalische Leiter Ludwig Wicki. Willkommen. Ja, jetzt überhaupt Zeit für das Gespräch, wie all den Proben, die jetzt hier noch anstehen. Ja, das haben wir so schnell zwischen dir fügen. Was läuft denn momentan alles? Das ist ja nicht das einzige Projekt, wo Sie gerade dran sind. Ja, das ist ein bisschen meine Krux. Ich habe immer zu viel Eisen gerade im Feuer. Also, jetzt überschneidet 21st. Wir haben Proben für DJ Bobo und am Freitag haben wir noch Music in Motion. Also, heute Abend habe ich noch eine Probe mit dem Chor für das. Und gestern hatte ich zum Beispiel morgen DJ Bobo und am Abend eine Mozart-Messe. Und am Montag oder am Tag, ja. So mischt sich das. Und Palestrina am Montag, das ist Renaissance-Musik. So, das ist ein Kulturmix. Gerade Mozart-Mess und DJ Bobo, das ist ein riesen Spagat. Und da muss man innerhalb von Minuten switchen. Wie schafft man das? das ist wie jemand, der verschiedene Sprachen beherrscht. Also, der kann sofort das französische Akzent haben, nachher kann er wieder auf Italienisch wechseln und dann wieder super Englisch reden. Und das ist Musik eigentlich genau das Gleiche. Das sind verschiedene Timbre, verschiedene Sprachen, die man muss beherrschen. Und dann kann man extrem schnell switchen. Und das ist auch sehr spannend. Und was ist am schwierigsten als Dirigent? Das ist gut. Das Schwierigste ist eigentlich, live zu filmen, zu dirigieren. Mhm. Weil das technisch einfach sehr schwierig ist. Aber Crossover ist auch nicht so einfach, aber das ist eigentlich mehr vom Proben her. Crossover, das heisst? So Pop und Jazz, ja. und Klassik gemischt, mhm. weil das mit vielen verschiedenen Grooves zu tun hat, die nicht immer alle daheim sind. Und dann muss man eigentlich beim Einstudieren viel beherrschen. Aber zum Dirigieren ist das nicht schwierigste. Vom Dirigieren ist das Schwierigste eigentlich Film. DJ Bobo ist nicht Film, das ist ein Popkünstler, der weltweit bekannt ist, ein Popstar. Sie haben das schon mit Sunrise Avenue gemacht, jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal so etwas. Was ist jetzt anders beim DJ Bobo, als mit Sunrise Avenue war? Ich glaube, das kann ich mir nicht mal so genau sagen. Also in der Vorbereitung sind es ganz unterschiedliche Arbeitswelten. Sunrise Avenue, da ist eigentlich bis zur ersten Probe haben wir fast keinen Kontakt gehabt. Und beim DJ Bobo ist alles extrem gut, sehr professionell organisiert. Und er hat eine extrem coole Band, Master, also, und auch extrem gutes Management, das alles bis aufs Letzte vorbereitet ist. Das ist eigentlich sehr außergewöhnlich. Ja, wie muss ich das vorstellen? Wie ist die ganze Zusammenarbeit entstanden? Also, ich hatte am Anfang mal eine Sitzung und wie ist das weitergegangen? Also, das erste Treffen war schon alle DJ Bobo. Wir haben uns getroffen, nach einer Viertelstunde hat er gesagt, so, jetzt ist genug geredet. Und wir haben schon angefangen, musikalisch zu planen. Wir sind echt gerade an der Arbeit, das ist nicht lang. Und danach hat es noch eine zweite Sitzung gegeben. Und danach ist im Hintergrund gearbeitet worden. Und jetzt, so in den letzten paar Monaten, ist einfach intensiv arrangiert worden und alle die Orchestrationen gemacht. Da bin ich gar nicht so fest involviert gewesen, weil das machen die Arrangeure, die sind von Deutschland. Ich habe einfach drin hineingeschaut und vermittelt, wenn es Fragen gab. Und jetzt in der Schlussphase, jetzt bin ich wieder stark am Arbeiten. Ich muss natürlich die Partituren studieren und schauen, wie alles funktioniert. Ja. Und diese Woche sehe ich dann noch, am Samstag treffe ich DJ Bobo und seine Crew, um alles durchzugehen. Und dann kommt er auch in eine Chorprobe, dass der Chor alles so ausspricht, wie er will. Ja. Und am Sonntag proben wir Band und Chor zusammen, dass das funktionieren kann. Und als Sie das erste Mal gehört haben von der Idee DJ Bobo, haben Sie gesagt, jawohl, das mache ich? Oder haben Sie gedacht, nein, das geht doch nicht? Mama, ich war gerade begeistert. Ja. Aber das ist, er hat extrem verrückte Shows. Ja. Tolle Kompositionen im Hintergrund. Und das ist eine gute Kombination. Das war so in den 90er-Jahren, der Eurodance. Haben Sie das selber auch gehört und dazu getanzt in dieser Zeit? Ja, sicher. Aber in den 90er-Jahren, ich weiß gar nicht, wie ich dabei tanze. Ich glaube, da habe ich sehr viel Musik studiert. Mhm. Aber ich habe das gekannt und verfolgt auch. In ganz jungen Jahren hatte ich selber eine Band. Ja. Und mich hat das immer interessiert. Und darum habe ich alles spannend gefunden, was von da kam. Jetzt ist auch wirklich ist nicht Tanzmusik. DJ Bobo ist ein bisschen Tanzmusik im Quadrat, sagen wir mal. Gerade der Eurodance. Wie bringen wir das mit einem klassischen Orchester unter einen Hut? Also wird das auch so richtig stampfen nächste Woche im KKL? Ja, ich glaube, es wird sehr viel Druck haben. Ja. Weil eigentlich hat man... Er hat ja sehr symphonische Arrangements schon im Hintergrund,
die man hört. Und die sind eingespielt und die werden in der Show gebraucht. Und jetzt haben wir ist viel von dem kommt jetzt einfach live, plus noch erweitert. So, also sie sind mehr ausgeschrieben worden, dass es symphonischer wirkt. Aber, aber wir haben jetzt zwei Morgen Probe gehabt. Wir haben eigentlich genau die Grooves geübt und trainiert, dass wir auch das Elektrisierende, also das sind so sehr elektrisierende Rhythmen und sehr, sehr wiff, sehr lebendig, das ist extrem cool. Gerade «Shadows of the Night», ein Lied, das sehr viele Streicher im Hintergrund hat, das hat DJ Bo mit der Wiener Philharmoniker einstudiert. Haben Sie denn so viele Streicher im Kackel? Nein, ich habe gar nicht gewusst, dass das Wiener sind. Jetzt kommt mir gerade ein bisschen Angst, dass wir das gleich gut machen, aber es ist schon, es ist ein guter Streicherkörper und ich denke, wir haben einen grossen Sound, ja. Und es ist dreimal ausverkauft. Jetzt hat es geheißen, es ist nur im KQL, bei Sunrise Avenue hat es auch geheißen. Und da sind wir auf Hannover vor 22'000 Leuten. DJ Bobo war ja schon in Deutschland. Ja, man weiss nie, vielleicht gibt es plötzlich eine Einladung, aber im Gespräch ist nicht. Also einfach mal die dreimal im KQL und dann weiterschauen. Ja genau, das war bei Sunrise Avenue so. Wir haben eigentlich gar nicht daran gedacht, dass wir es nachher wieder für ihn haben. Weil bis jetzt haben wir das immer für eine Produktion gemacht und nachher ist das abgelegt worden. Also dann wünsche ich mir viel Erfolg. Nächste Dienstag die erste Aufführung. Ludwig Wicki, danke vielmals für den Besuch hier bei uns im Studio. Ich danke. Das war es vom heutigen Fokus. Jetzt gibt es die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Ich danke fürs Zuschauen. Weiterhin gute Unterhaltung. Ade miteinander.